Hallo und herzlichstes Willkommen, liebe Waldbewohner und Ödlandbesucher, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute zeige ich euch, wie ihr völlig kostenlos sämtliche Mutationen farmen könnt, direkt schon aus dem Vault raus ab Level 5. Das ist ganz wichtig. Ich habe es selber ausprobiert. Entschuldigung. Ich habe selbst ausprobiert, es funktioniert nicht bei Level 2, 3, 4, ihr müsst Level 5 sein und damit halt eben auch quasi dann die PvP-Stufe freigeschalten haben. Also ab Level 5 könnt ihr das machen, es ist aber total easy, Level 5 hat man sofort einfach aus dem Vault raus und dann geht ihr erstmal zum Wayward, schaltet den als Schnellreisepunkt frei, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Danach geht ihr einfach nach Flatwoods, nehmt einfach alle NPCs mit, die da so rumrennen. Ich war sogar schon am Gutshof Wixen, also als ich auf dem Weg hierher gewesen bin, hab dort die ganzen Verbrannten erledigt, hab dann in Flatwoods selber zwei Quests gemacht und so und ja, dann bin ich noch rumgelaufen, hab ein paar Mobs gekillt, also das war wirklich nicht schwer, Level 5 zu werden. So. Ihr seht jetzt auch hier, ich zeige euch das mal, ich bin Stufe 5, ich bin gerade erst Stufe 5 geworden und jetzt zeige ich euch, wie ihr ja alle Mutationen bekommen könnt. Das Ganze beruht auf einem Reddit-Post, der aufgetaucht ist, welchen ich jetzt aber leider nicht mehr finde. Deswegen tut es mir leid, dass ich jetzt kein Shoutout machen kann und kein Dankeschön an den Verfasser des Beitrages. Ich finde einfach diesen blöden Reddit-Post nicht mehr, wo das steht. Gut, nichtsdestotrotz, wir begeben uns zum Wayward und haben das hier freigeschalten als Schnellreisepunkt. So, dann gehen wir hier erstmal ins Wasser und dann sammeln wir erstmal so viel Wasser, bis wir sterben. Klingt bescheuert, ist aber so. Und auch keine Sorge, wir werden auf jeden Fall gleich überladen sein. Das ist auf jeden Fall schon mal so sicher wie das Arm in der Kirche. Macht aber nichts. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal ganz viel Wasser. Da sind wir überladen. Okay. Wir sammeln weiter und wir kippen gleich um. Und das ist auch völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung, dass wir gleich umkippen. So, zack, da sind wir down gegangen. Jetzt drücken wir die Leertaste und spawnen erstmal hier wieder am Wayward. Das dauert halt manchmal. Also manchmal, das funktioniert nicht so richtig. So, und jetzt machen wir Folgendes, meine lieben Freunde. Jetzt stehen wir hier am Wayward. Jetzt öffnen wir unseren Pip-Boy. Gegenstände, Hilfsmittel. Und jetzt suchen wir das schmutzige Wasser und trinken das erstmal. Wir trinken das so lange, bis wir wieder sterben. Weil ihr seht, mit jedem Schluck, den wir nehmen, werden wir immer etwas mehr verstrahlt und immer mehr verstrahlt und verstrahlt und verstrahlt. Du bist aufgrund von Strahlung mutiert. Das bringt sowohl positive als auch negative Effekte mit sich. Durch Einnahme von Right Away besteht eine Chance, Mutation zu heilen. Das wollen wir aber nicht. Wichtig ist jetzt, für diese Strategie, dass es funktioniert, wir müssen sterben. So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal eine Mutation bekommen. Effekte. Pflanzenfresser, die Mutation Pflanzenfresser. Super. Sehr geil. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir müssen jetzt sterben. Ja, es klingt blöd, aber das müssen wir tun. Wir trinken jetzt so lange Wasser, bis wir umkippen. So, jetzt machen wir Leertaste und spawnen hier beim Wayward wieder neu. Und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen. Ihr könnt pro Session, in welcher ihr euch auf dem Server befindet, immer nur eine einzige Mutation farmen. Jetzt wollen wir aber noch eine andere Mutation haben. Also was machen wir, nachdem wir neu gespawnt sind? Wir beenden, gehen zurück ins Hauptmenü. Jetzt wäre ich fast auf den Desktop gegangen. Ja, starten ein neues Spiel, gehen wieder auf einen neuen Server. Und hierbei ist es völlig egal, ob wir auf demselben Server landen oder auf einem neuen Server. Das spielt keine Rolle. Wir starten quasi eine neue Session und wiederholen diesen ganzen Prozess jetzt. Okay. So, jetzt warten wir, bis wir wieder drin sind. Das geht ja jetzt hier rucki zucki hier mit meinem neuen System, Leute. Neuer PC am Start. Ja, der ist endlich fertig. Endlich fertig. So, also wir haben unser Pflanzenfresser. Jetzt wollen wir noch eine weitere Mutation haben. Jetzt trinken wir wieder schmutziges Wasser. Lassen uns verstrahlen. Und es ist immer so, Leute, es kann manchmal sein, dass ihr beim ersten Mal, wenn ihr euch verstrahlen lasst, keine Mutation bekommt. Das heißt, ihr spawnt einfach neu und macht das Ganze nochmal.
Und sobald wir jetzt hier wieder eine Mutation dazu bekommen, haben wir eine bekommen, ohne dass wir es gesehen haben? Nein. Und sobald wir hier jetzt wieder eine neue Mutation dazu bekommen, wechseln wir wieder den Server. Normalerweise ist das so, dass man wirklich nach dem zweiten oder dritten Mal, nachdem man sich verstrahlt hat, normalerweise die Mutation bekommt. So. Du bist mutiert und bist jetzt ein Chamäleon. Geil. Okay, seht ihr? Wir haben jetzt die zweite Mutation. Jetzt machen wir das gleiche wieder. Wir gehen jetzt wieder hier rein, trinken so lange Wasser, bis wir umkippen. Spawnen hier schnell wieder neu. Und wechseln dann wieder den Server. Und das können wir die ganze Zeit machen. Was jetzt natürlich wichtig ist, ihr seid erst Level 5. Ja, und mit Level 5 hat man noch nicht sämtliche Perk-Karten. Ihr müsst jetzt aufpassen. Ihr dürft jetzt natürlich kein Redaway schlucken, weil sobald ihr Redaway schluckt, verliert ihr auch eure Mutation. Okay? Ihr habt nämlich bei dieser Levelstufe habt ihr noch nicht unter Glück die Perk-Karte Klassenfreak war das, glaube ich, ne? Klassenfreak. Klassenfreak sorgt ja dafür... Nee, gestärkte Gene, sorry, das war gestärkte Gene. Gestärkte Gene sorgt nämlich dafür, die Perk-Karte, dass wenn ihr Redaway zu euch nehmt, dass ihr eure Mutationen nicht verliert. Okay? So, da zeige ich euch aber auch gleich was. So, schmutziges Wasser. Und wir wiederholen den ganzen Prozess. Du bist mutiert und verfügst jetzt über den Heilfaktor. Okay. Also, wir trinken jetzt wieder, bis wir umkippen. Das ging ja jetzt relativ schnell. Also, ihr müsst es manchmal machen, wenn ihr beim ersten Mal die Mutation nicht bekommt. Dann einfach zwei, drei Mal noch wiederholen. Also, allerspätestens nach dem dritten oder vierten Mal, wenn ihr gestorben seid oder euch halt verstrahlt habt mit dem schmutzigen Wasser und ihr habt keine Mutation bekommen, dann würde ich den Server mal wechseln. Aber eigentlich ist es so, dass man wirklich so nach dem zweiten, dritten Mal bekommt man sie eigentlich. Ja. So, jetzt gehen wir wieder raus. Und das könnt ihr jetzt die ganze Zeit so lange wiederholen, bis ihr sämtliche Mutationen habt. Völlig kostenlos. Und das ist doch eine super Sache. Ja, so einfach geht der ganze Käse und der ganze Spaß. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein kleines bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, nochmal Shoutout an den Verfasser des Reddit-Beitrages, den ich jetzt leider nicht mehr finde. Tut mir leid. Das Leben ist hart, ich weiß. So, machen wir noch ein bisschen. Und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein kleines bisschen helfen. Und also, wenn ihr jetzt kein schmutziges Wasser mehr habt, deswegen sind wir nämlich hier am Wayward, dann könnt ihr ja easy peasy einfach unten an den Fluss rangehen und euch einfach neues Wasser holen. Ja, einfach Wasser sammeln bis zum Abwinken und dann passt das Ganze schon, ne? So, ich werde jetzt hier auf jeden Fall noch ein paar Mutationen farmen. So, du bist mutiert und hast jetzt Adlerauge. Das ist sehr gut. So, jetzt wollte ich euch noch kurz was zeigen. Ah, geh da weg. So, wir haben jetzt hier ein Brahim. Das melken wir. Angeblich, und das will ich jetzt mit euch mal ausprobieren, soll Brahim-Milch Red-Verstrahlung wegzaubern, ohne dass man die Mutationen verliert. Da, seht ihr? Brahim-Milch hat mir ein bisschen die Strahlung weggenommen. Da braucht man auf jeden Fall sehr viel Brahim-Milch. Warum ich das euch jetzt hier am Schluss erst zeige? Tja, weil das ist so ein kleiner Tipp, den ich nur den Leuten zeige, die auch wirklich bis zum Ende zugeguckt haben. In diesem Sinne danke ich euch jetzt recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zocken. Guten Loot, macht nicht zu viel Blödsinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Servusle und ciao.